Sowieso Fan von N100, weißt du? Von Folge 1 schon gewesen. Jetzt gegen Credibil am Rappen, Bro. Krass. Ganz, ganz stark. Stark, stark. Da ist er wieder. Stand Credibil auf mit erhobener Faust. I like that. I like that, man. N100, Digga. Was? Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yes. Ich würde sagen, lässt du das Intro, man, oder? Let's get it on, motherfucker. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Gerade mal wieder live auf Twitch. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Ich bin jetzt wieder öfter online. Könnt ihr auch mal live mit dabei sein. Und wir werden uns jetzt gemeinsam das neue Battle reinziehen. Von 4-7, Big Difference. Rapper gegen Producer, auf jeden Fall spannende Nummer, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja man, lasst gerne dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den zweiten Kanal hier, dann ist alles gut. Wir gehen rein ins Video. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference. Heute gibt es wieder ein ganz, ganz, ganz krasses Battle. Und zwar battelt heute 4-7 it in, man. Der Bruder hat auch positive Vibes am Start, ne? Ist auch einer von denjenigen, so, wo ich, wenn ich den sehe, dann geht schon ein bisschen die positiven Vibes auf, so. Produzent gegen Rapper. Ihr habt es euch gewünscht, heute sind die beiden vorbereitet. Die werden heute in die Schlacht kommen und sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Ich bin sehr gespannt. Bevor der hat so süße Fältchen hier beim Lachen. Wie nennt man das nochmal? Wie sagt man dazu? Grübchen, Digi. Video anfängt. Die Grübi-Vibes, alle. Geht nochmal auf Abonnieren, gibt ein Kommi, gibt ein Like und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, meine Freunde? Kommen wir zum Interview vom Produzenten. Bro, warte mal ganz kurz. Den rechten kenne ich doch, Digi. Credibil, Bruder? Kann es sein? Kann es sein? Den kenne ich doch irgendwoher. Und Rapper, die haben sich heute vorbereitet und wollen sich Punchlines an den Kopf schmeißen. So, ich frage mal den Produzenten zuerst. Das ist N100, der immer hinterm Mischpult. Ah, das ist N100, Bruder. God damn. N100, Allah, my man, Bro. Du hast die krassesten Beats, Digga. Ich hab dich immer noch nicht angeschrieben, aber der Tag wird kommen. Sitzt und die Beats anmacht und scratcht und alles weitere. Ich bin Fan, Digga. Ich muss sagen, ich bin Fan von N100. Hast du dich auf deinen Gegner vorbereitet und was genau magst du nicht an Rapper? Also guck mal, ich muss nur eine Sache sagen, so, ich hatte letztens einen Studiotermin, also er hat einen Studiotermin bei mir, so, wollte aufnehmen, hat gesagt, ich bin böse und so, weißt du, und dann sagt er wieder am Ende des Tages so, ich bin viel zu nervös und dann muss man wieder abbrechen. Was sagst du dazu? Ich kann mich nicht mal an den Termin erinnern. Man. Da sehe ich mich, Bruder, Alter, so bin ich noch, wenn ich ins Studio gehe. Da müssen erstmal die Jackie-Dosen gepoppt werden, damit der Bruder ein bisschen auftaut, Alter. Nein. Aber, was ich sage ist, ich bin heute hierher gekommen, um nicht nur den Beat zu finden, sondern auch mal den Produzenten. Bevor ihr euch fragt, wer überhaupt hier ist, das ist einmal Credibil. Er ist Rapper, Industrie-Rapper. Dicker, wusste ich doch. Rapper. Und ich kenne nicht so viel Mucke von ihm, aber optisch habe ich ihn direkt erkannt. Aus Frankfurt und FFM! Was f*** so ab an Produzenten? Bruder, dass man den Geld geben muss, das f*** mich ab. Am liebsten würde ich nur GEMA bezahlen, wie jeder andere Rapper auch, aber bei uns werden die Produzenten leider auch bezahlt. Das ist auch richtig so, Bruder. Ja, ich kenne einige Künstler, die ihre Produzenten auch mit GEMA abgefrühstückt haben, so. Finde ich nicht so geil, weil Produzenten heutzutage echt einen krassen Einfluss auf die Songs, auf die Künstler, auf die Musik haben, weißt du? Produzenten gerade aus Deutschland werden noch immer krasser. Props gehen raus an alle deutschen Produzenten. I like that very much, man. Ja, Habibi. Und du hast ja kein Geld. Ist doch so. Wollen wir beide mal die Taschen leer machen und gucken? Fühl ich. Scheiß mal auf diese Geldsachen. Was für Industrie überhaupt? Also, ich bin aus Frankfurt am Main. Ich bin aus Frankfurt am Main. Ihr seid alle herzlich willkommen. Dieses Jahr kommt mein drittes Album. Geil, einer schreibt gerade im Chat Leon der Profi-Style, Digga. Ganz gemütlich. Und folgt mir auf Instagram, wenn ihr der Meinung seid, dass der heute Ohrfeigen kriegt. Stark, stark. Weiß man schon wieder. Stark, stark. Da ist er wieder. Warum heißt oder ist das noch geheim? Nein. Die oder Zeit kommt. Jetzt auf, hier zu viel zu reden. Ich will den auseinandernehmen. Lass mich raus hier. Ja, ich denke mal, es ist Zeit, dass wir ins Battle kommen und let's. Konja, was geht ab?
Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Herzlich willkommen bei Big Difference. Heute haben wir ein ganz, ganz krasses Battle für euch. Das ist einmal Produzent gegen Rapper. Macht einmal Lärm. Ich bin brutal gespannt jetzt auf die Kombi. Sowieso Fan von N100, weißt du? Von Folge 1 schon gewesen. Jetzt gegen Credibil am Rappen, Bro. Krass. Ich weiß nicht, was mich erwartet jetzt. Was war das denn, Alter? Macht einmal richtig Lärm! Genau so wie ich euch hören. Wir haben hier einmal N100, der immer hinter der Dings steht, hinter dem Mischpult steht und die Beats anmacht. Und wir haben hier einmal... anmacht? Geil, Digga, N100, Digga, ich küsse dein Herz. Credibil, das ist der Rapper, Industrie... Credibil auch stark, Bro. Kennt den alle. Und wir fangen jetzt an, N100 fängt an, der Produzent fängt an. N100, drück auf Play normalerweise, ne? Drück auf Play. Geil. Er kriegt das zeitlich hin. Er schafft das auf jeden Fall. N100 beginnt, Produzent beginnt. Wir sind in Krefeld, Rheinstraße 72. Shisha Bar Blaze, kommt alle vorbei, check. Yeah, ah. Das ist Produzent gegen irgendeinen komischen Rapper. Nehme ich deine Beats weg, bist du nur ein Poetry Slammer. Wisst ihr, was peinlich ist in der frühen Zeit? Ein tätowiertes Gesicht, ohne berühmt zu sein. Produzent sag ich selten nein. Er will aufnehmen, doch hat wieder kein Geld dabei. Ey, was sagt er zu mir? Bitte warte mal. Kann ich heute auch mit Karte zahlen? Weil ich hier jeden Apple Pay, Motherfucker, leg, hab ich extra für dich Karten. Ich klatsche deine Bäckchen rot, so dass du denkst, das wäre ein Metronom. Wow, guckt euch diesen Superstar an. Er rappt immer so, als ob er aus dem Untergrund kam. Nimmt er dann auf, sagt mein Studio One. Ich arbeite nicht mit Dullis zusammen. Geil, Digga, ich feier den. Mein Face jetzt, hab dich hart gefickt, ich brauche einen AIDS-Test. Du bist nur ein Scheiß-Rapper aus dem Basement. Du Müll-Rapper, brauchst live einen Playback. Das ist schon John gegen... Digga, macht der auch Songs eigentlich, der N100? Der kann schon krass rappen, ne? Also wenn er nur Produzent ist, Bruder? Ich meine, ich weiß, viele Produzenten haben auch mal gerappt oder mal versucht und so. Aber ich, der hat schon, der ist stark, der hat auch eine starke Stimme so. Michael Kors, sein Vorbild ist Enno bei den Hype Awards. Warte, den Beat-Switch will ich nochmal haben. Ich arbeite nicht mit Dullis zusammen. Check, check, Beat-Switch in dein Face jetzt. Hab dich hart gefickt, ich brauche einen AIDS-Test. Du bist nur ein Scheiß-Rapper aus dem Basement. Du Müll-Rapper, brauchst live einen Playback. Das ist Sean John gegen Michael Kors. Sein Vorbild ist Enno bei den Hype Awards. Und dann versagte, seid ihr gut drauf? Stand Credibil auf mit erhobener Faust. Ich stell mir das gerade vor, Digga. Berlin, seid ihr gut drauf? Die dich missbrauchen. Gutes Bild gezeichnet, Bruder. Mixe mit Klicks, du musst Klicks kaufen. Was für Frankfurt am Main, das ist Krefeld am Rhein. Jede Aufnahme war mit dir verschwendete Zeit. Stark, Digga. Starke erste Runde, Bro. I like that. Von Produzenten, macht einmal Lärm! Bombe, Bombe, genau so! Jetzt kommen wir zu der Antwort vom Rap. React-Lock in. Letztes Mal diese Off-Lock-Phase, geil, Alter, wo ich offline gegangen bin. Off-Lock in, man. Debil, let's go! N100, drück auf Play! Der Beat ist schon easy, ne? Check. Ganz smooth. Pass auf. Warum machst du mir auf Rapper, wenn du Beatmaker bist? Ich mach doch auch nicht auf Gangster wegen Tats im Gesicht. Mir ist auf Wish, Moist and Sidekick. Du bist kein Produzent, du bist Deutschrap-Type-Beat. Mach mir nicht auf Swiss Beats, du hast keine Keys. Ich fick dich auf deinem eigenen Beat und du kriegst nie zu viel in den Mund. Bin noch nicht fertig und du schreist another one wie DJ Kelly. Another one. I like that. Lass mal eine Abo da, dann haben wir diese I like that. Didi, nur weil ich aussehe wie Biggie. Bevor du mir auf Business Mogul machst, hol erstmal Vollversion zum Beatprogramm, Bruder. Digga, diese Silben waren krass. Ich bin noch nicht P. Didi. Nur weil ich aussehe wie Biggie.
Bevor du mir auf Business-Mogul machst, hol erstmal Vollversion zum Beat-Programm, Bruder. Limit, bevor du übersteuerst, sonst equalize ich dich leise. Ja, die Vergleiche sind schon stark, Bruder. 3 Tage vorm Rechner. Energie fand ich von N100 bisschen krasser. Kredibil macht bisschen diesen gechillten. Ist dein Kopf, wofür Moruk? Ich skip vom Drop. Keine Scham. Beat switcht auf KD Beats von 16 Bars. Eigentlich musst du GEMA abgeben, doch Kunstfreiheit regelt. Für alle, die vor Autotune Rap hörten. Genau so klingen Künstler, die sich alte Zeiten backwünschen. Mach nicht auf Fashion, die einzige Kette, die du hast, verbindet dein Equipment. Bruder, du fällst mit Fleisch. Nicht nur dein Programm scheint gecrackt zu sein. Er ist high. Der macht es irgendwie witzig, Bruder. Der Head ist high, auch weniger vom Mic check, die Crack im Pipe. Straight aus dem Kinderzimmer macht dich 300 Racks. Ohne Schule schwänzen. Ich spielte mit Sätzen, mit Tassen, mit Bildern. Du hast im Kinderzimmer nach dem Wichsen paar Tassen geklimpert. Oh! Magics, Outer City, bin ich mit dir fertig, rennst du Outer City. Eigentlich müsstest du mir meine Miete zahlen, denn dank mir läuft dein Beat endlich in der Shisha-Bar. Auch stark, Digga. Auch stark, Bruder. Ich schwör's dir, Alter. Krass, Alter. Stark, Bro. Stark. Der hat das halt, der hat voll viel geswitcht. Laid back, nach vorne, Digga. Diese Silbenreime und so. Man merkt auf jeden Fall, dass er ein Rapper ist, Bro. Weißt du, wie ich meine? Beide aber haben auch ein krasses Niveau abgeliefert, finde ich. Wenn du die vergleichst mit den anderen Battles von vorher. Weißt du, wie ich meine? Ist echt ein gutes Level. Starke erste Runde, Rapper. Mach da mal Lärm. Was ein Level hier bei Big Difference. Ich bin gespannt auf die zweite Runde. N100. Ich muss mir mal ein paar Songs von Kredibil reinziehen, ich will. Dozent wird anfangen, let's go. Schon so lang und released immer nur on Fridays. Bist immer noch so Untergrund und warst noch nie high rate. Du rappst seit 10 Jahren und hast immer noch nicht dein Fame. Er sagt, ich folg mir auf Instagram, er sagt, folg mir auf MySpace. Bist doch, habe. Digga, beste Zeiten MySpace, ich schwör. Dich mit Parents, nein, du bist kein Gangster, du bist deutscher Meister im Tischtennis. Gib dir ein Konzert, so wie Destiny's Child, dann nur in seinem Wohnzimmer mit Backstage-Bereich. Also hör mal zu, dir geht's nimmer gut, das ist Winnie Pooh gegen Winnie Pooh, komm mit Killer Crew, straight in die. Winnie Pooh gegen Winnie Pooh. Deine Interviews, alle Billig-Moves. Hast kein Gegnerbezug, dieser schäbige Dude hat zu wenig IQ. Von dem Rapper genug, nach dem Battle ist Blut. Sogar dein Produzent, der rappt besser als du. So viele Rapper machen auf Block Gangster. In meinem Studio sieht mehr aus Länder als bei einem Jobcenter. Und nach dem Battle fehlt für dich deine letzte Grabschein. Große Jizzes hat gesagt, es gibt mehr Rapper als Arbeitslose. Er sagte, mach ein großes Ding und kommt aus dem Loch heraus. Ohne irgendwelche Leute, sondern auf ganz eigene Faust. Bis dato keine Streams bei Spotify und nur 3 Alben verkauft an beste Freunde von damals, weil der Rest lachte nur aus. Huh. Du kommst immer bei mir und bist nicht einmal auf dem Takt. Gehst bei meinem Beat schnell unter und fragst mich, warum es nicht klappt. N100 drückt auf Play und fickt einfach mal so den Spaß. Wenn ich will, fahr ich nach Frankfurt und bin bester Rapper der Stadt. Dass ich ne Genki-Dama bring, doch ich boch ihn nur an. Pusten, denn er ist ein. Bruder, für einen Produzenten ist der krass, Digga, weißt du? Nicht nur für einen Produzenten, auch für die da vorher waren, so, weißt du, was ich meine? Der ist schon krass. Das Kind, ich weiß, dass das finanzielle. Hätte ich nicht erwartet, dass irgendwann eine Folge kommt, wo N100 selber rappt, Bro. Zum ich feier das. Bringt hier 200 Euro, gib bezahlt dein Mix und Mastering. Du wow! Starke zweite Runde! Stark, Digga, ich schön. Mach Alarm! Erste Runde fand ich aber stärker von N100 als die zweite. Was sagt ihr, Chat? Brutal, brutal. Macht Spaß, Digga, gerade. Macht wirklich Spaß. Ganz, ganz stark. Kommen wir direkt zu der Antwort von dem Rapper Kredibil. Ich bin gespannt. Wir sind alle. N100 drückt nicht nur auf Play. Mann, let's motherfucking go. Ey.
Lass mich kurz noch sagen, welchen Heimvorteil du hattest. Nicht nur Star-Producer, sondern auch der DJ dieser Shisha-Bar. Das heißt, jeder hat sein Stick schon in dir drin gehabt. Kredibil, es geht nicht um die Reimtechnik. Es geht darum, was man reinsteckt. Heute wirkst du etwas überlastet. Schätze, in dir steckt ein viel zu großer Plug-in. Ich mach schnelles Geld mit Wortwahl. Machst du was Schnelles, sind der Shortcuts. Niemand wird dich picken, niemals. Wie Bushidos bessere Hälfte. Selbst Rosinen haben bessere Chancen auf ein Placement. Nachdem ich dir erzähle, dass wir Fam sind, spar ich die 25 Euro pro Beat für mein Label. Auf Tour sieh ich deine freshe Song vom Backstage. Du kriegst Gästeliste, Plätze ohne Bändchen. Ey, auch wenn du blasen willst. Der geht halt voll gechillt drauf, der Bruder. Pack das nicht, was das für ein Beat, was das für Müll. Echt, erst fick ich dich, danach red ich schlecht. Du erinnerst mich an meine Ex. Nimm ein Thema, Blender. Mädchen für alles, DJ, Cutter, Produzent und Rapper. Mädchen für alles. Sorry, hab kurz überlegt, ob ich deshalb gender. Mädchen für alles, macht nix anständig. Kriegst fast ständig. Nicht nur Samples, er wäre gern Rapper, sie wäre gern Rapperin. Geh besser zu Rappers in. Ja, Produzenten werden unterbezahlt, aber hiernach bitte ist nicht besser. Blauen Haken, hiernach bist du offiziell Geschichte. Nicht im positiven Sinne, sondern bei der gefickte Produzent am Ende der Geschichte endlich ein Gesicht kriegt. Das ist hässlich wie sein Business. Wechseln wir das Thema. Jump Rope, Tamam, ihn bezahlen wir mit GEMA. Deine Ice-T-Werbung klären wir später. Endlich entjungfert mal ein Rapper deine Beats. Jetzt bist du Produzent und du sagst noch Danke, Abi. Als wärst du ein Student. Finish, ja. Hey, finish. Starke zweite Runde. Geiles Niveau, Bro. Macht Spaß, Digga, ich schwör's dir. Richtig geiles Battle, Jungs. Und die geben sich Respekt, so wie es sich gehört. Stark, ich schätze wirklich beide sehr, 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 sehr stark. Ganz, ganz starkes Niveau hier bei Big Difference. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wenn die beiden nochmal... Geil, Digga, wenn es jetzt so weitergeht, weißt du, ich glaube, 4-7 hat jetzt auch so den Plan, immer mehr stabile Rapper auch da vielleicht reinzuholen. Und dann wird es richtig noch, wird es noch mehr durch die Decke gehen, dieses Big Difference, glaube ich so. Müssen für ein Rematch, schreibt es auch drunter in die Kommentare und wir sind raus. Nächsten Sonntag, sind wir gespannt, was kommt nächsten Sonntag? YouTuber Special. YouTuber Special. Das ist ein Fake Prank. False Skills gegen Cheyenne. YouTuber Special, Bro? Ich kenn die nicht. Ich kenn die nicht, Bruder. Wer ist das? Wer soll es sein? Prank. Faust Skills. Faust Skills? Gegen Cheyenne. Gegen Cheyenne. Okay. Dann wird es wohl doch nichts mit dem Niveau halten, wa? Nein, nein, man weiß nie. Sorry, no front an der Stelle. Geil, Digga. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Richtig cooles Battle mit einem richtig geilen Niveau hier heute gewesen. Nice. Shoutouts gehen raus an beide. Also an N100 und auch an Kredibil. Habt ihr sehr stark gemacht. Ich könnte mich auch gar nicht richtig entscheiden, wer für mich gewonnen hat, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, Bro. Schreibt mal in den Chat rein, was sagt ihr? Und bei YouTube gerne auch unten in die Kommentare rein, wer für euch das Ding gemacht hat, das Battle. Auf jeden Fall war es das gewesen mit dem Video an der Stelle, meine lieben Freunde. YouTube it out, man. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen rein, wer für euch gewonnen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. So, Chat, was sagt ihr, wer hat gewonnen? I like that. I like that, man. N100, Digga. Was? Ist dein Ernst, Digga? Bist du der Echte, Bro? Geil, Alter. Wenn es der Echte ist, ist krass, Bruder. Ich schwör's dir. Grüße gehen raus, Bruder. Crazy, Mann. Das schickt mich gerade, Bruder. Grüße zurück, Brudi. Geil, Digga. Bro, ich will mich unbedingt bei dir nochmal melden wegen Beats. Ich feier deine Beats wirklich krass. Seit der ersten Folge. Krefeld it in, man. Geil.
Bester Mann, Bro. Starke Leistung auf jeden Fall, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass du auch so krass auch noch rappen kannst, Bro. Bist echt ein Multitalent. Hast du schon Songs auch gedroppt, so? Komm mal, Chat, was ein Zufall, Digga. Einfach 100 ist hier dabei. Das feiere ich gerade.